Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Im befestigten Lager Kleinbonum führen die römischen Legionäre eigentlich ein recht geruhsames Leben. Aber eines Tages dann... O Centurio Numerus Clausus! Eine hohe Persönlichkeit aus Rom will dich sprechen! Nanu? Ave! Ich bin Generalinspekteur Lucius Nichts als Verdruss, Sonderbeauftragter von Julius Caesar, im Range eines Präfekten. Ave, willkommen. Wie geht's Caesar? Er ist außer sich beim Jupiter. Deshalb bin ich hier. Ganz Gallien verhält sich friedlich, nur das kleine rebellische Dorf in eurem Bezirk wagt noch Caesar zu trotzen. Ja, ja und? Jetzt werden wir unter meiner Führung dieses Dorf angreifen und zur Raison bringen. Aber die Gallier sind unheimlich starke. Sie haben Zauberkräfte. Bla bla bla. Hört mir auf mit diesem Quatsch und lasst zum Appell blasen. Und so geschieht es. Legionäre! Wir greifen das gallische Dorf an. Das gallische Dorf? Keine Widerrede. Ich sehe, wir haben genug Mann unter Waffen, um die frechen Gallier in ihre Schranken zu weisen. Doch wenig später hat sich die Lage etwas verändert. In einer langen Schlange stehen die Legionäre vor dem Lazarettzelt. Was? Ihr weigert euch, den römischen Sieg in dieses kleine Dorf zu tragen? Nein. Wir tragen uns lieber die Krankenlichter ein. Wo ist die Krankenlichter? Das weiß ich auch. Bin ich mit dir? Nein, ich auch nicht. Auch in dem gallischen Dorf ist das Leben eher geruhsam. Zu geruhsam für manche. Sag mal, Asterix, die Römer greifen uns gar nicht mehr an, ob wir sie beleidigt haben. Unsinn, Obelix. Liefere deine Hinkelsteine ab und dann gehen wir Wildschweine jagen. Oh, fein. Kurz darauf wandern unsere beiden Freunde durch den Wald. Aber wenn man den Römern vielleicht schreiben würde, man könnte ihnen zum Beispiel vorschlagen... Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass diese Handvoll Gallier euch Widerstand leisten kann. Nicht so laut, oh, nichts als Verdruss. Sonst scheucht ihr noch die ganze Handvoll auf. Die Römer. Aufheilen. Komm, wir sagen denen anderen Bescheid. Wozu denn? Wir zwei erledigen das für sie und fertig. Da braucht man doch nicht erst alle Welt zu behelligen. Obelix, du bist ein Egoist. Die anderen haben auch ein Recht darauf, sich zu amüsieren. Die Römer sind für alle da. Also los, komm. Es ist doch immer das Gleiche. Einfach ungerecht. Wenn sie Römer wollen, sollen sie sich doch selbst welche suchen. Und dann treffen die beiden feindlichen Gruppen aufeinander. Die Kampfmoral jedoch ist unterschiedlich. Oh, höchstens drei oder vier für jeden. Asterix, gibst du mir deine? Nur keine unnötige Hast. Es sind genug für alle da. Hey! Dich dort drängeln, hab ich gesagt! Du trappel mir doch nicht ständig auf den Fuß! Du kommst schon noch rechtzeitig hin! Los, worauf wartet ihr noch? Zum Angriff! Los, zum Angriff! Himmel, hilf! Also, nein, hey, das ist die falsche Richtung! Es entbrennt ein heftiger Kampf. Der gehört mir automatisch! Nein, mein Herr, du hast schon vier gehabt. Ich hab mitgezählt. Hört auf zu streiten. Sie hauen ab. Aber, nein, zurück! Was soll das denn? Kommt sofort zurück! Wenn ihr mich fertig gemacht habt, kann ich dann auch gehen? Später, als man Kleinbonum wieder erreicht hat. Ich hatte euch gewarnt, nichts als Verdruss. Na schön, ich habe eine bessere Idee. Wenn wir die Gallier nicht besiegen können, dann schneiden wir sie wenigstens von der Außenwelt ab. Am nächsten Morgen werden die Gallier durch ungewohnte Geräusche geweckt. Majestix, die Römer errichten einen Palisadenzaun rings um unser Dorf. Na du, wozu denn? Das sehen wir uns an. Der 5 Meter hohe Zaun ist bereits fertig. Die spinnen, die Römer! Guck mal, da ist ihr Anführer. Da ihr so bösartig seid bei Minerva, schließe ich euch in eurem Dorf ein. Dann könnt ihr nicht mehr ausziehen, um meine Legionäre zu verprügeln.
Ihr werdet euch von dem ernähren müssen, was die Erde eures Dorfes hervorbringt, und man wird euch vergessen. Römer! Wir sind in Gallien zu Hause und wir gehen hin, wo es uns passt. Ich schlage dir eine Wette vor. Trotz deiner Palisade und deiner Legionäre werden wir das Dorf verlassen und eine Tour durch Gallien machen. Aus jeder Gegend bringen wir Spezialitäten mit. Und nach unserer Rückkehr laden wir dich zu einem Festessen ein. Als Beweis dafür, dass wir nicht gelogen haben. Ich schlage ein, Gallier. Und wenn ihr gewinnt, so will ich die Belagerung aufheben, nach Rom zurückkehren und Julius Caesar meine Niederlage eingestehen. Fieberhaft macht man sich an die Vorbereitung. Asterix, hier hast du eine Flasche mit Zaubertrank, der dir die nötige Kraft für eine so lange und gefährliche Reise gibt. Soll ich einen Hinkelstein mitnehmen, Asterix? Man weiß ja nie, wozu man ihn brauchen kann. Nein, nein, nimm lieber einen großen Sack mit für die Spezialitäten, die wir in den verschiedenen Städten Galliens kaufen wollen. Wie du meinst. Aber sag hinterher nicht, es wäre meine Schuld, wenn wir einen Hinkelstein brauchen und dann keinen dabei haben. Majestix, es wäre gut, wenn ihr im Süden die Römer angreifen würdet, während wir im Norden ausbrechen. Verlass dich ganz auf uns, Asterix. Obelix, mein Freund, gehen wir. Nach dir, Asterix, nach dir. Und lass mich nur ein winzig kleines Liedchen singen. Da ziehen sie hin. Kommt, wir haben noch was zu tun. Wir müssen die Römer im Süden angreifen. Und so geschieht es. Wir können ins Dorf zurückkehren. Unsere Freunde hatten genug Zeit, die Palisade im Norden zu durchbrechen. Außerdem wird es spät. Alarm! Ein Loch ist im Nordwall. Die Attacke hier war nur ein Scheinangriff. Scheinangriff nennst du das, Witzbold? Kommt zu den Legionären, hieß es. Da erlebt ihr was, hieß es. Das war ein ganz geschicktes Ablenkungsmanöver. Während uns die Gallier hier im Süden beschäftigt haben, sind Asterix und Obelix im Norden durch die Absperrung gebrochen, um die Wette mit euch zu gewinnen, oh, nichts als Verdruss. So ist das also. Wir kommen nicht weit. Lasst in ganz Gallien höchste Alarmstufe ausrufen. Schickt sofort berittene Boten aus. Ich lasse mich von diesem unverschämten Gallier nicht öffentlich blamieren. Nein, das lasse ich nicht. Wenig später haben unsere Helden schon Rouen erreicht, von wo aus sie mit dem Schiff nach Lutetia, heute eher unter dem Namen Paris bekannt, weiterreisen wollen. Halt! Ein Kleiner und ein Dicker! Da sind sie! Packt sie! Ui, 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 Römer, bloß weg hier! Ein Dicker? Was für ein Dicker? Halt! Im Namen Cäsars! Zum besseren Verständnis sei noch erwähnt, dass die Gassen in Rouen eng und unübersichtlich sind. Wo sind Sie? Wie soll man sich bloß in diesem Labyrinth zurechtfinden? Hallo, hallo, haben Sie zwei Männer vorbeilaufen sehen? Kann schon sein. Vielleicht aber auch nicht. Es wäre schon möglich, ja, ja. Die Leute dieser Gegend machen mich noch wahnsinnig. Da gehe ich lieber freiwillig in den Zirkus und spiele mit den Löwenhassen. Asterix und Obelix besteigen unterdessen ein Schiff, das sie nach Lutetia bringt, mit etwas Unterstützung von Obelix. Du kannst aufhören, Obelix. Wir sind schon in Lutetia. Wir erinnern uns, dass die beiden Freunde das letzte Mal hier waren, um für ihren Droiden Miraculix eine neue goldene Sichel zu kaufen. Was sich als gar nicht so einfach erwies, da eine Sichelschieberbande Talentix, den Sichelmacher, entführt hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm, naja, hier hat sich auch nichts verändert. So, fahr doch. Na, fahr schon. Hörst du nicht, was er sagt? Dann sag mir mal wie, Opa. Zwei Tage stehe ich schon hier. Wir gehen Schinken kaufen. Der Schinken aus Lutetia ist berühmt. Da drüben ist schon eine Metzgerei. Fahr endlich deinen Wagen da weg. Einen ganzen Schinken, bitte. Aber die Scheiben nicht zu dünn. Gern.
Sag mal, sitzt du auf deinen Ohren? Verschwinde endlich! Du versperrst die ganze Straße! Na und? Muss ja schließlich abladen, ich arbeite. Da kommt die Patrouille. Mal sehen, was die dazu sagt. Die Patrouille, nichts wie weg. Und jetzt? Wir brauchen ein Fahrzeug. So besteigen die beiden einen gerade vorbeikommenden Abschleppwagen.